Trinken Sie. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir würden nun mit dem Verhör beginnen und Ihre Aussage zum Vorfall von gestern aufnehmen. Zunächst ein paar Fragen. Sie heißen Jonathan Phillips? Sie sind am 8. September 2001 geboren? Das stimmt. Okay, nun zu gestern Abend. Was ist passiert? Sprich. Ja, wir waren zu dritt. Wir wollten einfach nur einen schönen Abend zusammen verbringen. Ich kann mich auch nicht mehr genau an alles erinnern. Ich bin einfach kein guter Trinker. Sie waren betrunken? Ja, normalerweise habe ich die Kontrolle, aber gestern Abend... Wer waren die anderen beiden? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Verbrecher. Ich kann mich wirklich kaum noch erinnern. Dann helfe ich Ihnen mal auf die Sprünge. Das Video haben Sie gestern auf Instagram geteilt. Sie sind mit Ihren Freunden Manuel Stahl und Ben Feudel die Mauer der Brauerei hochgeklettert und haben 35 Kästen Bier entwendet. Und das komplett betrunken? Naja, ich hatte 4 Pina Colada, 5 Gin Tonic, 3 Wodka Lemon und eine Menge Bier. In diesem Zustand hättet ihr niemals das Bier entwenden können. Aber vielleicht haben wir das Bier ja gar nicht geklaut. Wir haben ein Video einer Überwachungskamera, auf dem man euch klar erkennen kann. Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Ich bin kein Dieb. Ich bin einfach nur ein videospielabhängiger, rauchender, schüchterner Alkoholiker mit schlechten Schulnoten, der sich mit seinen Freunden einfach nur einen lustigen Abend machen wollte und sich an nichts erinnern kann. 35 Kästen? Wo habt ihr es versteckt? Sie haben Hausfriedensbruch begangen und ihnen droht eine schwere Haftstrafe. Das hilft nichts. Was wird das hier? Du willst nicht reden? Also haben wir ein bisschen Spaß. Das von euch gestohlene Bier ist spurlos verschwunden. Wo habt ihr es versteckt? Ich weiß von nichts. Ich kann mich an nichts erinnern. Wo habt ihr das Bier versteckt? Keine Ahnung. Vielleicht war ich einfach betrunken. Wo habt ihr das Bier versteckt? Vielleicht haben wir es doch einfach getrunken. Dann bekommst du deine gerechte Strafe. Alles okay. Brauchst du etwas? Du brauchst dir keine Sorgen machen. Wir beginnen gleich mit dem Verhör. Mist.